lobt und jemand kritisiert. طيب. Was sagt der Muslim, wenn der Muslim gelobt wird? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seine Gefährten radiallahu ta'ala anhum einen schönen Dua beigebracht. Die Sahaba pflegten etwas zu sagen, wenn sie gelobt werden. Wenn man über sie gut spricht oder wenn man sie lobt, dann pflegten sie etwas zu sagen. Dies überlieferte Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala in seinem Werk Al-Adab al-Mufrad und überlieferte auch Al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala in Shu'ab al-Iman von Adi ibn Arta'ah rahimahullah ta'ala und diese Überlieferung wurde von Al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala als authentisch eingestuft. Er sagte, كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم die Sahaba pflegten, die Gefährten des Propheten صلى الله عليه وسلم pflegten, إذا زكي قال, wenn man gelobt wird, wenn einer der Sahaba gelobt wird von anderen Menschen, was pflegten die Sahaba dazu zu sagen? Die sagten, Allahumma la tu'akhirni bima yaqulun. O Allah, ich bitte dich darum, dass ich nicht zur Rechenschaft gezogen aufgrund der Aussage, die sie über mich gesagt haben. Subhanallah. Warum? Weil es kann sein, dass man dich lobt, dass sagt, guck mal, mashallah, diese Person ist sehr rechtschaffen, der ist vertrauenswürdig und er ist ehrlich. Aber tatsächlich, diese Person ist gar nicht ehrlich. Yani die Eigenschaft, die man über dich gesagt hat, kann sein, als Lob, yani, kann sein, dass sie in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Kann sein. Weil man immer nach den Äußeren geht. Es kann sein, dass diese Eigenschaft, wodurch du gelobt wurdest, nicht vorhanden ist. Deswegen sagten die Sahaba, O Allah, la tu'akhidni bima yaqulun. Ich möchte nicht zur Rechenschaft gezogen werden, aufgrund dieser Zeugnis, die sie über mich gesagt haben. Wahrah, das ist der erste Abschnitt von diesem schönen Dua. Waghfir li ma la ya'lamun. O Allah, vergebe mir das, was sie über mich nicht wissen. Was kann sein? Jeder von uns macht Sünden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, jeder Sohn Adams begeht Sünden. Und der Beste unter diesen Menschen, die Sünden begehen, sind wer? Die reumütig zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Na, deswegen sagen die Sahaba in diesem Dua, O Allah, vergib mir die Sünden, die diese Menschen, die mich gelobt haben, nicht wissen, nicht kennen. Und dritter Abschnitt ist, وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ. Und, O Allah, lasse mich nicht eine Stufe erreichen, die besser ist als das, was sie über mich gesagt haben. Ich möchte eine bessere Stufe erreichen. Subhanallah. Dies zeigt die Rechtschaffenheit der Sahaba. Dies zeigt, dass sie nicht getäuscht werden, wenn man sie gelobt hat. Das zeigt, wie ehrlich die Sahaba radiallahu ta'ala anhum sind. Wenn sie diesen Dua sagen, das ist gewaltig, meine liebe Geschwister. Deswegen, Imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, sagt, man darf sich also durch das Lob der Menschen ihm gegenüber nicht täuschen lassen. Pass auf, wenn die Menschen dich loben, yani, man darf nicht dadurch getäuscht werden. Man darf sich also durch das Lob der Menschen ihm gegenüber nicht täuschen lassen. Erstens. Wenn er zugleich ganz genau weiß, dass sich bei ihm Mängel und Sünden verbergen. Weiß ganz genau, dass bei uns Sünden gibt. Und dass bei uns yani, Dinge verborgen sind, die die anderen nicht gesehen haben. Dann wehe dir, dass du getäuscht wirst, wenn die anderen dich loben und die sagen, MashaAllah und Tabarakallah und dieser Bruder ist gut und so weiter und so fort. Jeder kennt sich mit sich selbst am besten aus. Na'am. Yani schaut man die Worte von Imam al-Dhahabi, wie wertvoll die sind. Vielmehr ist diese Person dazu verpflichtet, ihre Reue und Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala zu erneuern. Wie wir das eben in diesem schönen Gebet gesehen haben, wie die Sahaba gesagt haben, die baten Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung.
Die bitten Allah subhanahu wa ta'ala immer um Vergebung. Dann, das ist, wenn du gelobt wirst. Wenn du gelobt wirst, du musst aufpassen. Jetzt von der anderen Seite, wenn du kritisiert wirst, wenn die Menschen über dich schlecht reden, was passiert auch? Er sagt, ebenfalls darf man nicht sein eigenes Ego um jeden Preis verteidigen und sich selbst loben, sowie innerliche Trauer empfinden, wenn jemand über ihn gesprochen hat. So, wenn man über dich gesprochen hat, entweder schlecht redet, yani, entweder das, was er über dich gesagt hat, stimmt, man hat dich zu Recht kritisiert, dann muss ich diese schlechte Eigenschaft korrigieren. Wenn man zu mir sagt, yani, dein Umgang mit den Menschen ist nicht richtig, du musst dein Verhalten verbessern, du musst deine Art und Weise, wie du sprichst, korrigieren, du musst das und jenes machen, als Nasiha, als guter Ratschlag. Ich muss diese Nasiha annehmen und nicht mein Ego verteidigen, wenn das zu Recht gesagt wurde. Das ist die Aussage von dem Imam, rahimahullah ta'ala. La yantasiru li nafsihi wa yuzakkiha. Dein Ego befriedigen, wenn man über dich zu Recht gesprochen hat. Erstens. Wenn man aber über dich schlecht geredet hat, und diese Eigenschaft ist bei dir nicht vorhanden, yani man hat über dich zu Unrecht gesprochen, dann sei geduldig und sei nicht traurig. لا يتألم من من حط عليه. Wenn jemand über dich schlecht redet, sei nicht traurig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde beleidigt, alaihi salatu wasallam, obwohl er nur Lob verdient und keine Beleidigung. Aber es gibt üble Menschen und es gibt üble Seelen, die das Gute für die Guten nicht wünschen, sondern das Gegenteil. Für diesen unwissenden Menschen achtet man nicht auf ihre Aussagen. Wenn du ein rechtschaffener Muslim bist und wenn man über dich zu Unrecht schlecht redet, dann achte nicht auf diese Aussage und halte dich an deine Wahrheit. Beispielsweise, wenn man das in Praxis umsetzen möchte, wenn jemand dich kritisiert aufgrund einer rechtschaffenen Tat, die du machst. Zum Beispiel, du machst dein Gebet und deswegen hat jemand über dich schlecht gesprochen. Ist das ein Grund dafür, dass du traurig wirst? Oder wie geht man damit um? Nein, geh damit geduldig um und höre gar nicht auf diese Aussagen. Die Schwester zum Beispiel, die ihre Hijab trägt, auch wenn manche Leute sich über sie lustig machen, sie achtet sie gibt keine Aufmerksamkeit für diesen Aussagen. Na, danach, was sagt der Autor, rahimahullah, pass auf, er sagt, rahimahullah ta'ala, man soll eher sagen, möge Allah sich demjenigen erbarmen, der mich auf meine Mängel aufmerksam macht. Subhanallah. Manche Leute, sie wollen nicht von den anderen kritisieren, auch wenn es zu Recht ist. Er sagt, es ist falsch. Und diese Aussage wurde auch von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu berichtet. Er sagt, ich wünsche, dass meine Freunde, mein Freundeskreis, der Beste unter ihnen ist derjenige, der mich auf meine Mängel und auf meinen Fehler aufmerksam macht. Das ist der wahre Freund. Manche Leute, für sie, der beste Freund ist derjenige, der dich immer lobt. Und der dich niemals kritisiert. Manche Frauen, der beste Ehemann für sie ist derjenige, der immer ihre Aussagen annimmt. Und der beste Ehemann ist derjenige, für manche Männer, die sagt, die beste Ehefrau ist diejenige, der immer mich gehorcht, egal was ich sage. Nein, unser Kriterium muss sein, An-Nasiha, die gegenseitige Ermahnung. Deswegen erwähnte der Autor, rahimahullah ta'ala, erstmal eine Aussage, Al-Mu'minu mir'atu akhi, der Gläubige ist wie ein Spiegel für seinen Bruder. Der Gläubige, wenn du jetzt auf den Spiegel schaust und du hast hier zum Beispiel Dreck oder, dann, wenn du wie Spiegel schaust, dann sagst du, okay, ich muss hier sauber machen. Genau der Gläubige gegenüber seinem Bruder, er macht ihn auf seinen Fehler aufmerksam. Subhanallah, schaut man die Ratschläge von den Ulama, meine liebe Geschwister, dann erwähnt der Autor, rahimahullah, die Ayat von Surat al-Asr.
wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, alle Menschen befinden sich im Verlust, bis auf diejenigen, die glauben. Bis auf diejenigen, die den Iman verwirklicht haben. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Nach dem Iman kommt was? Handlung, die rechtschaffene Handlung. Handeln nach diesem Iman. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Und sich gegenseitig ermahnt haben. Die gegenseitige Ermahnung. Wallahi, das fehlt bei vielen Menschen, meine liebe Geschwister. Subhanallah, viele Geschwister, die sitzen Tag und Nacht zusammen. Er sieht, wie sein Bruder yani, in Falschheit liegt und der macht ihn nicht aufmerksam auf seinen Fehler. Wir haben Verwandten, wir haben Geschwister, wir haben Nachbarn, Muslime sind. Du siehst ihm nicht beten, sagst ihm, Achi, warum betest du nicht? Die Schwester, meine Schwester, meine Verwandten, warum trägst du kein Hijab? Du siehst einen Bruder kommen in den Messer und der betet falsch, der betet nicht nach der Sunna, die gegenseitige Ermahnung und so weiter. Das ist einer der Merkmale von Falah und von Gewinn und von Rettung in Dunya und Akhira. Allah subhanahu wa ta'ala lobte diese Umma des Islam. Und er sagte subhanahu wa ta'ala im Koran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Er sei die beste Gemeinschaft, die für die Menschheit hervorgebracht worden ist. Warum? Weil ihr das Gute gebietet und das Schlechte verbietet und ihr glaubt an Allah. Subhanallah. Deswegen, das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verbieten, ist eine wichtige Angelegenheit. Es ist gewaltig, meine liebe Geschwister. Na, deswegen, dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, und damit schließen wir diesen ersten Abschnitt, inshallah. Er sagt, rahmatullahi alayh, dann derjenige, na, man soll sich, möge Allah sich demjenigen erbarmen, der mich auf meine Mängel aufmerksam macht. Und danach sagte er, wenn also jemand mit der, يعني, man radia bil mudahana. Mudahana, das heißt, dass jemand schmeichelt. Dass man dich immer يعني, lobt. Auch wenn du es nicht verdienst. Ist das gut oder ist das schlecht? Schlecht. Schlecht. Man befindet sich in Falschheit und er wird gelobt, subhanallah. Das ist schlecht. Er sagt, derjenige mit solcher Mudahana zufrieden ist, und es liebt, gelobt zu werden in allen Fällen, nur weil man Freundlichkeit zeigt. Manche Leute, sie denken, das ist eine Art von Freundlichkeit, dass du freundlich bist, wenn du den anderen immer lobst. Ja, du sagst, Alhamdulillah, wir haben kein Problem zu Hause, ich und meine Frau, die macht alles immer richtig. Oder die Frau sagt, mein Mann kritisiert mich niemals. Das ist falsch, manchmal macht man Fehler, wenn es Fehler gibt zu Hause, muss man diese Fehler korrigieren. Deswegen sagt der Autor, rahmatullahi alayhi, wenn man dann denkt, dass eine Art von Freundlichkeit ist, dass man keine Nasiha gibt, subhanallah, dann ist sind die Früchte von der Nasiha verloren gegangen. Die Nasiha hat Früchte. Wenn man diese Nasiha nicht widmet, dann kriegt man keine Früchte auch mehr. Und man wird zu einem Feind gegen sich selbst vor Allah subhanahu wa ta'ala werden. Jemand ist der Feind von sich selbst. Weil man möchte nicht, dass jemand ihn auf seine Fehler aufmerksam macht, sondern das Gegenteil. Man möchte in der Falschheit bleiben und dass ihm nichts sagt dazu. Das ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. Dann sagt der Mensch, wird ein Chassum bei Allah subhanahu wa ta'ala gegen sich selbst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und danach beginnt der Autor, rahmatullahi alayh, mit einer gewaltigen Angelegenheit, worauf sich jeder Gläubige und Gläubigen achten müssen, nämlich die Muhasaba. Was ist die Muhasaba? Die Muhasaba. Was ist die Muhasaba? Na, dass man sich, selbst abrechnen. Dass man mit sich selbst eine Abrechnung macht. Du handelst mit Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie du einen Laden hast, am Ende des Tages, wenn du Feierabend machst und nimmst die Kasse und was machst du? Was machst du? Abrechnung, habe ich gewonnen oder verloren? Gibt es einen Händler, einen Geschäftsmann, der keine Rechnung macht am Ende des Tages? Gibt es nicht. Genau das, das erst recht mit unserer Seele, mit unserer Akhira, dass man sich sitzt und mit sich selbst Abrechnung macht. Was habe ich heute gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich richtig gemacht? Gibt es etwas, was ich verbessern muss? Gibt es eine Sünde, die eine Reue benötigt? Das A und O, Allah. Aber derjenige, der sagt, ich brauche keine Abrechnung mit mir selbst,
und alles im grünen Bereich. Ich habe eh gewonnen. Ich habe eh Gewinn gemacht. Gibt es einen Händler, der sowas macht mit seiner Tijara? Niemals. Er achtet auf jeden Cent. Sogar sein Gewinn, die Scheine, die zählt er zweimal. Ja, vielleicht habe ich 10 Euro nicht mitgezählt. Subhanallah. Die Abrechnung, inshallah, Azza wa Jal, wird unser Bruder, Sheikh Wissam, Hafizahullah, das gleich, inshallah, Azza wa Jal, sich damit befassen. Jazakumullah khairan für eure Zeit und auch für eure Aufmerksamkeit. Inshallah, gleich geht es weiter mit Sheikh Wissam. Danach, inshallah, gibt es eine schöne Fragerunde mit Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa an, nastaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.